Als Dritte im Bunde hier auf der Bühne freue ich mich, Ihnen jetzt Christopher Köhnen vorstellen zu können, damit Sie die lange erwartete Keynote jetzt auch hören können. Christopher Köhnen studierte Politikwissenschaft in Heidelberg und Berlin, war seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ist immer noch am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, das er Ihnen gleich selber noch ein bisschen intensiver vorstellen wird. Und er forscht dort insbesondere zu Innovationsprozessen und Technikfolgen, was natürlich genau passend zu unserer Tagung heute hier ist. Die erste Station innerhalb des Instituts war im Büro für Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag, was natürlich auch nochmal eine sehr schöne Verbindung einfach bringt, weil wir uns natürlich hier auch besonders intensiv damit beschäftigen wollen, was sind die politischen Implikationen und was kann auch der langsame politische Prozess, der ja wirklich auch für die nächsten 10, 15 Jahre Entscheidungen treffen muss, tatsächlich auch von diesen sehr schnellen Entwicklungen des Netzes und der Technologie mitnehmen. Dann folgte noch eine Station im Europäischen Parlament, wo er eine Studie zu Human Enhancement leitete und dann auch schon der Wechsel an den Hauptsitz des Instituts nach Karlsruhe. Ja, beeindruckend lang ist natürlich auch die Liste der Publikationen, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört, zu ganz futuristisch klingenden Bereichen wie Human Enhancements, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, Neurotechnologie, aber auch synthetischer Biologie, also nochmal auch schön einen anderen Bereich hier mit reinbringt, wo viele von uns vielleicht nicht so oft reinschauen, aber natürlich auch zu uns vielleicht eher näher stehenden Themen der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Ja, ihn beschäftigt aber nicht nur die Technik und was damit gemacht werden kann, sondern auch, was damit gemacht werden sollte, also vor allen Dingen auch die ethischen Fragen dahinter, unter anderem als Chefredakteur der Zeitschrift Neuroethics. Ja, ich freue mich, Christopher Köhnen jetzt hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Dankeschön für Ihre Keynote. Guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Ich muss nur eine kleine Korrektur, es ist Nanoethics, aber Neuroethics ist direkt daneben, ist die Springer-Zeitschrift. Und falls hier jemand wissenschaftlich tätig ist, wie kriege ich das Ding jetzt auf? Das klingt vielleicht erstmal Nano und Nanotechnologie und Ethik, aber tatsächlich ist es eine Zeitschrift, in der wir versuchen, die ganze Bandbreite neuer und emergierender Technologien zu behandeln und insbesondere halt auch solche, die mit sehr starken Zukunftsvisionen verbunden sind. Ich würde gerne kurz, also wir sind Teil des Karlsruher Instituts für Technologie, also dieses Zusammenschlusses des ehemaligen Forschungszentrums Karlsruhe mit der Universität in Karlsruhe. Und innerhalb dessen haben wir das langer Name Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Und vielleicht für den heutigen Beitrag, also ich kann heute jetzt nicht die ganzen Aktivitäten, die wir zu Informations- und Kommunikationstechnologien machen und gemacht haben, natürlich darlegen. Aber wenn Sie mal auf unsere Seite gehen, werden Sie sehen, das hat eine sehr lange Tradition bei uns. Zum Teil mit Kollegen, die da schon in den 70er, 80er Jahren begonnen haben zu arbeiten. Was vielleicht hier heute auch von Interesse ist, ist, dass wir so eigentlich ziemlich genau und wahrscheinlich auch durch verursacht zum richtigen Aufschwung der Internetnutzung und der Diskussionen ums Internet, also so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, setzt ja so ein stark visionärer Diskurs ein, der sich auf verschiedene Technik- und Wissenschaftsfelder halt erstreckt. Und wir haben inzwischen festgestellt, dass wir da eigentlich immer wieder auf dieselben Akteursnetzwerke treffen, auch immer wieder ganz ähnliche Visionen, die uns auch immer wieder beschäftigen. Und deswegen haben wir am Institut ganz maßgeblich auch von unserem Leiter Armin Grunwald halt betrieben und befördert und sehr viel Gedanken darüber gemacht, auf welche Art und Weise Zukunftsvisionen kreiert werden und wie sie wiederum genutzt werden im politischen Diskurs. Und was sie eigentlich für unsere Zukunftsgestaltung bedeuten. Also das vielleicht nochmal als Hintergrund. Als ich über den Vortrag hier nachgedacht habe, habe ich so ein bisschen gespielt mit dem Bild der berühmten Eule der Minerva. Also ob ich hier nicht Eulen nach Athen trage, weil ich was allein von dem Programm hier und von einigen Gesichtern, die ich wiedererkannt habe, hier an geballter Kompetenz zum Internet sitzt, habe ich fast eine Außenperspektive dadurch, dass ich ja, wie erwähnt, zu allen möglichen Themen arbeite.
Ich habe mir dann auch gesagt, naja, dann ziehe ich mich vielleicht wieder an die Eule denkend darauf zurück, dass die Eule ja nur in der Dämmerung fliegt, und konzentriere mich sozusagen darauf, auf den historischen Teil, wo ich ja sehr viel gearbeitet habe. Vielleicht zu meinem Hintergrund, ich habe halt so bis Ende der 2000er Jahre fast ausschließlich zu Internetthemen gearbeitet, im Rahmen von diesem World Summit on Information Society, sehr viel zur E-Demokratie etc. Und arbeite im Moment selber auch mal einen Aufsatz, wo ich versuche aufzuarbeiten, was waren die Erwartungen und was hat sich da realisiert. Also das passt eigentlich sehr gut rein. Ich habe dann auch festgestellt, für so eine Keynote, und weil ich auch sehr gerne in die Diskussion mit Ihnen kommen will, sollte ich vielleicht den Teil, der in die Zukunft blickt, nicht völlig vernachlässigen. Und ich kündige gleich an, dass ich da eine Runde am Institut gemacht habe von Kollegen, die zu verschiedenen Themen arbeiten, und habe mal drei Vorschläge zur Diskussion mitgebracht hier. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zumindest bei einem dieser Themen nicht wirklich der kompetente Gesprächspartner bin. Das heißt, das bringe ich dann sozusagen einfach in die Diskussion ein. Doch zunächst mal zur Vergangenheit. Also hier haben wir die beiden Fragen. Also was wurde insbesondere in Deutschland und Europa in den letzten 25 Jahren über das Internet und seine Zukunft gedacht? Und was können wir daraus lernen für den künftigen Weg Deutschlands und Europas bei der gesellschaftlichen Gestaltung des Digitalen? Und was sind spezifische Chancen der EU im Vergleich zu anderen Weltregionen? Und wir haben jetzt nun in der Technikfolgenabschätzung, auch gerade in diesem Kontext der Politikberatung, wo wir ja sehr viel machen, haben wir eigentlich häufig diese Formel der Chancen und Herausforderungen. Und ich muss zugeben, dass ich eigentlich die Herausforderungen eingefügt hätte, habe ich jetzt mal bleiben lassen. Ich habe es einfach mal übernommen, was wir sozusagen als in dem Programm haben. Das Internet hat, glaube ich, gehört zu der Generation, der jüngsten Generation, die als Erwachsener mitgekriegt hat, die Einführung von World Wide Web. Also wenn man sich zurückerinnert, wie man davor ins Internet gegangen ist und was man da gemacht hat und danach, das ist natürlich ein absoluter Bruch. Und ich sehe natürlich an meinem Sohn, oder ich bin halt Jugendfußballtrainer, wenn ich mit den Leuten spreche, mit welcher Selbstverständlichkeit diese sogenannten Digital Natives heutzutage darüber gar nicht mehr nachdenken, dass wir im Grunde genommen, glaube ich, die Generation von mir und die Älteren haben eigentlich eine gewisse Verpflichtung im Grunde genommen, zu vermitteln, was halt der Unterschied gewesen ist zwischen der Zeit vor diesem wirklich revolutionären Medienbruch und danach. Ich glaube, da haben wir eine besondere Verantwortung. Ich werde nachher auch darauf zu sprechen kommen, zumindest in einigen Bereichen, wie diese Verantwortung konkret aussieht. Und da ich aber dieser Breite und auch einen gewissen Fokus hereinbringen wollte, der ja auch genau passt hier zu den Diskussionen, würde ich mich vor allen Dingen auf die politische Nutzung des Internets konzentrieren. Allerdings durch den Input der Kollegen auch noch einige andere Aspekte mit reinbringen. Wie gesagt, zunächst mal zurück zu den vergangenen Gedanken und Visionen. Ich habe wegen diesem Aufsatz, aber jetzt auch speziell für diesen Vortrag, habe ich mich mal ziemlich weit, sage ich mal, wieder ins 20. Jahrhundert zurückbegeben. Und ich war eigentlich überrascht, das hatte ich so selber nicht mehr Erinnerung. Also die Erinnerung trübt ja manchmal. Also ich hatte eigentlich so die Gedanken, ja gut, da waren diese ganzen Visionen, da gab es ein paar skeptische Stimmen. Aber wenn man es sich mal genau anguckt, muss man sagen, dass eigentlich ziemlich von Anfang an der Diskussion in den 90er Jahren wir eigentlich diesen im Feld neuer emergierender Technologien ganz typische Polarisierung hatten zwischen Utopie und Dystopie, also zwischen sehr positiven, sehr weitreichenden Visionen positiver Art und solcher negativer Art. Und dann relativ bald sozusagen, dann so ab 2000 vor allen Dingen, aber auch schon mit Vorläufern, halt so eine Normalisierung mit einer kurzfristigeren Orientierung, wo sich dann sozusagen, gerade wenn etablierte Akteure sich in so ein neues Feld begeben, setzt sich dann häufig halt durch, dass eine Anbindung an die bestehenden Prozesse, Ideen etc. folgen und in diesen Fällen sich dann so mittlere Positionen durchsetzen. Das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde, und das ist halt jetzt nicht nur meinen sonstigen Interessen, die hier angesprochen worden sind, geschuldet, dass ich das interessant finde, sondern ich glaube, es ist auch wichtig für den Blick in die Zukunft, ist, dass das Internet eine zentrale Rolle spielt in einem größeren Zusammenhang, der sehr stark von Zukunftsvisionen geprägt ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber diese Diskussion über so eine Art globales Gehirn, was entstehen wird, dann diese ganzen Vorstellungen an Dematerialisierung der Wirtschaft oder halt, man erinnert sich an diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Der Cyberspace als der Begriff ist ja, glaube ich, weitgehend inzwischen
verschwunden, aber als ein unabhängiger, freier Raum. Das sind alles so Ideen, die wurden dann in den Mitte der 90er Jahre, war das, glaube ich, ja, mal eher polemisch charakterisiert als kalifornische Ideologie von zwei britischen Sozialwissenschaftlern. Und ich denke mal, unpolemisch gesagt, dieses Ensemble von Visionen inzwischen allgegenwärtig, also ganz klar, ganz deutlich bei Google und anderen, aber ich werde später nochmal darauf eingehen. Also ich glaube, wir müssen halt, wenn wir über das Internet nachdenken, gerade wurde gesagt, einige Themen sind Ihnen näher, andere entfernter. Die Themen sind uns eigentlich auch im IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie-Kontext, sind sie uns nahe. Zum Beispiel synthetische Biologie ist das auf die Spitze treiben der Informatisierung der Biologie. Das heißt, es geht bis in die Begrifflichkeiten, die Nutzung von Metaphern, die halt auf den Informations- und Kommunikations- und Computerbereich zurückgreifen. Darauf werde ich am Ende eingehen, jetzt aber erst einmal zu den politischen Visionen und Befürchtungen. Ich habe es jetzt einfach mal so entgegengestellt, einander gegenübergestellt. Das kennen Sie natürlich alles. Also da ist einfach die Erwartung, das Internet erleichtert die politische Beteiligung, es stärkt den politischen Dialog, es schafft Gemeinschaft. Es kann nicht von der Regierung kontrolliert werden, da muss man ja heutzutage etwas bitter lächeln. Es ermöglicht besseren Kontakt zu Politikern und es verbreitet die Demokratie weltweit. Das waren tatsächlich weit verbreitete Annahmen, sind es zum Teil auch noch. Und mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, naja, guck mal, was da alles illusionär war, sondern ich würde gerne versuchen, so ein bisschen abzuwägen, was davon ist eigentlich Realität geworden oder kann auch Realität werden und was ist vielleicht von vornherein sozusagen eine Fehlannahme gewesen. Und auch schon sehr früh in den 90er Jahren, ich habe jetzt einfach nur mal eine Stimme, Ihnen selber werden andere ebenfalls einfallen, gerade in Europa, das ist jetzt ein US-Amerikaner, Elinor, aber auch gerade in Europa gab es damals viele ähnliche Stimmen, die von Anfang an sozusagen diese auf die Euphoriebremse getreten haben, sage ich mal. Elinor sagt zu diesen Punkten, das Internet verteuert die Politik, es erschwert den Zugang, es erschwert den vernünftigen und kenntnisreichen politischen Dialog, es trennt genauso, wie es verbindet, Information schwächt den Staat nicht unbedingt und direkter Zugang zu Politikern ist ein Schwindel, das ist natürlich eine etwas harte Aussage, und die Politik eines Staates kann international manipuliert werden. Da dachte er an sowas vielleicht, was man heute Shitstorm auch nennen könnte, gezielte Angriffe auf einzelne Repräsentanten und damit Meinungsbildung. Ich würde vielleicht zunächst mal auf die zentrale Frage der politischen Beteiligung eingehen wollen. Also das ist ein Bereich, wo wir sehr viel zugemacht haben, auch für den Deutschen Bundestag sehr viel. Und hier hatten wir sozusagen am Anfang, auch schon ab den 90ern haben wir die Diskussion einer ganz starken E-Demokratie, nannte man das ja da, einer sehr starken E-Demokratie, die eigentlich meistens damit verbunden war, dass man halt auch fast plebizitäre Elemente mit reinbringen wollte. Und man hatte sozusagen die Gegenposition, die war vielleicht aber teilweise gar nicht so artikuliert, sondern eher so ein Misstrauen gegen das Neue, wenn man sich erinnert, wie zum Teil in den 90er Jahren seitens der Politik noch mit dem Internet umgegangen worden ist, wie wenig da eigentlich möglich war zu diesem Zeitpunkt, was da auch für bis in die 2000er Jahre hinein noch für Bedenken und Fehleinschätzungen bestanden haben. Es gab also quasi diese zwei Positionen, die einander relativ fundamental gegenüberstanden. Es hat sich dann aber relativ bald so eine Mittelposition herausgebildet, auf der dann diese ganze Nutzung des Internets für Partizipationsverfahren halt letztlich basiert. Und da ist die Mehrheitsmeinung, und das ist bis heute so, ist die Mehrheitsmeinung die, dass das Internet sozusagen einer Demokratisierung förderlich ist in dem Sinne, dass die Austauschbeziehungen zwischen Wählern und Gewählten oder Wählern und Wählerinnen und Gewählten intensiviert werden können und dass halt eine Kontrollfunktion verstärkt werden kann. Wenn wir jetzt schauen, wie sich diese ganzen Verfahren entwickelt waren, es hat eine unglaubliche Diversifizierung gegeben. Es gibt da auch sehr viele interessante Ansätze, zum Beispiel auch Budgetplanung, gemeinsame etc. Aber wenn wir zumindest in dem Kontext, den ich sehr gut einschätzen kann, weil wir da sehr viele Projekte zu haben, also sprich die Mitgestaltung der Forschungs- und Technologiepolitik auf europäischer Ebene insbesondere, da haben wir in diesen Projekten fast schon als Standard inzwischen halt auch eine Online-Komponente.
Aber es ist tatsächlich beunruhigend zu sehen, dass bis heute die Sachen, die eigentlich schon, ich glaube, in den ersten Papieren damals von der OECD als ein Muss definiert worden sind, bis heute häufig nicht eingehalten werden. Und ganz eklatant dabei ist eigentlich immer eine unklare Bestimmung des Zwecks der Aktivitäten und die Frage, welche politischen Auswirkungen die Anbindung an die politischen Prozesse. Und das ist eine Krux, und das kann ich Ihnen jetzt, ich präsentiere jetzt kein Paper, ich könnte Ihnen das aber sehr detailliert zeigen bei Beispielen, wo ich mich wirklich wundere, wie kann das eigentlich in den 2010er Jahren noch sein, dass etwas so viele Ressourcen eingesetzt werden mit so wenig Effekt und ohne quasi gewisse Grundannahmen von damals und gewisse Erfahrungen, die man gemacht hat, einzubeziehen. Also sehr häufig hat man dann den Punkt, wenn es überhaupt klappt, also entweder klappt es gar nicht, weil die Zielansprache nicht funktioniert, oder es führt dazu, dass zwar viele Leute dabei sind, dann aber im Prozess der Beteiligung frustriert werden oder danach, weil sie nicht sehen, zu was das eigentlich gebracht hat, außer dass es ein interessantes sozusagen Online-Konversation gewesen ist. Mag jetzt etwas negativ klingen. Und es gibt natürlich Gegenbeispiele, aber es ist trotzdem sehr auffällig, dass immer noch die Tendenz besteht zu sagen, naja, wir haben hier möglicherweise kontroverse Themen, da müssen wir ja was machen, so von Seiten der Politik her, machen wir doch was mal online, und das ist dann leider häufig teilweise auch durch Ressourcenmangel eher kontraproduktiv. Ein zweiter Punkt, der hier aufgeworfen ist, der Elie Noam hat ja damals schon gesagt, es erschwert den vernünftigen und kenntnisreichen politischen Dialog. Hierzu muss ich sagen, dass ich ein bisschen jetzt in Forschung reingeguckt habe, aber ich gehöre, Sie mögen mich für einen Masochisten halten, aber ich gehöre zu den Menschen, die relativ regelmäßig auch Foren lesen von Magazinen, Spiegel Online, Focus Online etc. Und ich muss sagen, mich hat deswegen der Aufstieg der AfD überhaupt nicht verwundert. Weil wenn man sieht, was in diesen Foren, ich meine, die Linke hat ja eine lange Tradition der Verschwörungstheorien, aber wenn man sieht, was in diesen Foren bereits seit 6, 7, 8 Jahren möglich ist zu äußern, ist von einer derartigen, also sozusagen unanständigen Bürgerlichkeit, dass man also wirklich sich wundern muss. Und das heißt, da ist das Internet, das, was damals gewarnt worden ist, ist definitiv eingetroffen. Das heißt, es bilden sich Diskursgemeinschaften, die sich gegenseitig bestätigen. Es fallen Hemmungen in der, was man artikulieren kann. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich sogar noch stärker als am ehemaligen Stammtisch, wo es ja gewissermaßen Sozialkontrolle gab und auch noch eine gewisse Vermischung, also auch politische und soziale Heterogenität, während sich dort Zirkel Gleichgesinnter finden, die sich gegenseitig aufschaukeln. Und das hat also inzwischen, ich weiß nicht, ob Sie da mal in letzter Zeit reingeguckt haben, das ist ein Zivilisationsverlust. Das heißt also, die Möglichkeiten der Artikulation und der Vernetzung führen hier eigentlich eher zu einer Irrationalisierung des politischen Diskurses. Und ganz deutlich wird das meines Erachtens dadurch, dass darin an diesem Aufstieg der Verschwörungstheorien, der ja wirklich bemerkenswert ist in den letzten Jahren, das ja auch dazu führt, dass die Leute sich zum Teil jetzt auch zu Demonstrationen versammeln oder halt auch Politiker und Politikerinnen, was immer man von den jeweiligen Personen hält, halt unflätigst beschimpfen. Da hat sich so eine Art Subkultur finsterer Art gebildet, von Leuten, die früher sicherlich die Möglichkeit so dazu nicht gehabt hätten, weil sie von ihrer Habitus und ihrem Hintergrund her eigentlich keine klassischen politischen Aktivisten sind, sie dauerhaft sich irgendwo treffen würden, sondern die halt einfach vor dem Computer sitzen, die ihre Ressentiments loswerden können. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich habe, was ich tatsächlich mal, also tatsächlich auch methodisch gemacht habe, hatte ich mir was Vergleichbares mal in den USA angeguckt, ziemlich kurz nach 9/11, die Foren von christlichen Fundamentalisten. Und das ist derselbe Mechanismus. Da werden Gemeinschaften gebildet, die vor allen Dingen auf Ausschluss und gegenseitige Selbstbestätigung setzen. Das klingt jetzt wieder sehr negativ, aber wir müssten schon, wir können das gerne diskutieren, ob ich das zu negativ sehe, aber ich finde da in diesen Diskussionen, ich rede jetzt noch nicht mal von, was da auf YouTube-Diskussionen oder in den geschlossenen Zirkeln abgeht, sondern ich rede wirklich davon, was auf sozusagen neutralen, mehr oder weniger neutralen Einrichtungen wie Spiegel Online Foren oder sowas vonstatten geht.
Das klingt jetzt wieder sehr negativ, deswegen möchte ich gerne auch gleich auch noch das Gegenbeispiel nennen. Es ist natürlich definitiv auch so, und das haben wir, glaube ich, fast vergessen, weil wir ja so gewöhnt inzwischen dran sind, was für Möglichkeiten auf einmal für Zusammenschluss und politisches gemeinsames Handeln das Internet geschaffen hat. Ich hatte die letzte größere Publikation, die ich zum Thema habe, war die Herausgabe von der Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien in politischen Reformen oder revolutionären Bewegungen, auch Arabischer Frühling. Und obwohl ich sehr davor warne, das ist eine wohlfeile Warnung, das haben, glaube ich, inzwischen alle eingesehen, dass diese Art von Mitteln natürlich nicht notwendig dazu führt, dass da eine Demokratisierung ist, hat man natürlich äußerst bemerkenswerte Anwendungsformen in diesem Zusammenhang. Also ist definitiv schwieriger geworden, die Kommunikation, es ist leichter geworden, die Kommunikation gegen halt auch repressive Regierungen zu organisieren. Das ist natürlich nicht zu leugnen. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, können sich kleine Gruppen mit spezifischen Anliegen, können sich praktisch global finden, was ja damals vielleicht in früherer Zeit noch gar nicht möglich war. Also die zum Beispiel die nicht eindeutig mit eindeutigem Geschlecht geborenen Menschen oder sowas, das ist ja von so kleine Zahl, die konnten sich ja eigentlich erst sinnvoll finden mit diesen Mitteln der Suche und der globalen Kommunikation. Also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die hier sozusagen den kulturpessimistischen, eine kulturpessimistische Suada abgeben, aber was mir, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist, ist dieser Punkt, dass wir uns wirklich lösen müssen von den Vorstellungen, dass das Internet vor allen Dingen gut ist in Sicht der Kommunikation und Gemeinschaftsbildung. Wir haben halt eben auch die Möglichkeit, extrem dysfunktionale und irrationale politische Kommunikation in dem zu führen. Und ich denke mal, das ist keine Frage der technischen Gestaltung, sondern es ist eine Frage der Bildung, der politischen Bildung oder der Herzensbildung, wie man früher gesagt hätte. Ich komme später darauf noch zu sprechen. Der dritte Punkt, den ich hier noch machen wollte, ist aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, diese Ideen, ich weiß nicht, die meisten werden sich erinnern an diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, der ganz aus dem Geist der kalifornischen Ideologie und sehr amerikanisch auch gewesen ist, wo halt anlässlich des damaligen, wie ist der Communication Decency Act, wo halt gewisse vulgäre Wörter, glaube ich, unter anderem verboten werden sollte, hat damals Barlow halt ein Manifest geschrieben, wo es heißt, wir sind das mehr oder weniger sinngemäß, wir sind die neue Welt, ihr seid die alte Welt, wir haben ja unseren eigenen Raum, in dem habt ihr eigentlich nichts zu sagen, etc. Und das war ja schon von Anfang an natürlich eine Illusion und ist leider jetzt mit der bitteren Wahrheit, dass wir halt letztendlich eine Art Grad der Überwachung auch politischer Kommunikation erreicht haben, wie er wahrscheinlich nie in der Geschichte der Menschheit bisher existiert hat. Das hat natürlich fast eine gewisse Tragik, wenn man diese Hoffnungen sich heute anguckt. Was ich in diesem Zusammenhang halt bemerkenswert fand, ist, dass ich diese politisch gänzlich unrealistischen, also Sie müssen sich erinnern, schon 2000, ich meine, er hat das zwar vorher geschrieben, aber bereits 2000 wissen wir ja davon, mindestens 2000, das FBI zum Beispiel Überwachungsinstrumente eingesetzt hat. Also diese sehr illusionäre Herangehensweise paart sich, da werde ich am Schluss nochmal drauf eingehen, paart sich interessanterweise mit auch einer sehr skurrilen, größeren Vision, die im Grunde genommen darauf hinausläuft, auf so eine Art, wir sind unabhängige Geister, losgelöst von der Materie. Das ist sozusagen dieser vorhin angesprochene, größere, ideologische, fast quasi religiöse Rahmen, in dem diese Diskussionen stattgefunden haben. Und dazu passt sozusagen auch diese relativ irrationalen Ansichten und Erwartungen an die Zukunft in politischer Hinsicht. Ich würde jetzt erstmal noch übergehen zu diesen, ich habe es mal einige Botschaften aus dem ITAS genannt. Ich habe die Kollegen zugeordnet, das heißt, Sie können mir aber auch einfach am Ende eine E-Mail schreiben oder wann immer Sie wollen und ich würde sie dann weiterleiten. Und ich führe den mal kurz erstmal auf und werde noch ein paar Worte jeweils einzeln dazu sagen. Also der erste Punkt habe ich vorne herangestellt. Aus Botschaft, nie mehr Gewinnmaximierung durch Risikovermeidung und Kleinstaaterei vom Kollegen Arndt Weber, komme ich gleich noch etwas ausführlicher dazu. Dann gegen die Monopolisierung, gegen die Renationalisierung des Internets. Und da möchte ich hier schon einen Punkt sagen, weil da möchte ich nicht ausführlicher danach noch drauf eingehen. Das kennen Sie vielleicht als Beispiel, diesen Open Web Index.
wo ja auch eine EU-Förderung sozusagen für gefordert wird. Der ist sozusagen gerichtet gegen das quasi Monopol, was Google da inne hat, aber möchte sozusagen jetzt nicht ein Konkurrenzprodukt sozusagen mit staatlichen oder welchen Mitteln auch immer aus dem Boden stampfen, sondern halt das in Form von so einem Open Web Index lösen, um halt auch Wettbewerb zu unterstützen. Und da wäre es sozusagen eine Botschaft vom Kollegen König, dass man dabei darauf achten sollte, jetzt sozusagen nicht gewisse Tendenzen zu stärken, die eigentlich wieder so eine Abkapselung sind, die dem eigentlichen tatsächlichen großen Versprechen des Internets, dass es halt ein globales Medium ist, dann wieder zuwiderlaufen. Das sollte international, nicht nur europäisch ausgerichtet sein. Und ich werde dann als Beispiel für, ganz konkretes Beispiel für politische Nutzung des Internets, wo wir auch sehr viel zu gemacht haben, zusammen mit dem Deutschen Bundestag und im Auftrag vom Bundestag, werde ich einen Input noch vom Kollegen Ulrich Riem zu Potenzialen für parlamentarische E-Demokratie und E-Partizipation hier in die Diskussion einbringen. Der letzte Punkt, das klingt jetzt ein bisschen so, ich habe mit dem Kollegen Steffen Albrecht mich ausgetauscht über dieses größere Bild, da werde ich am Ende und am Schluss noch etwas zu sagen. Da geht es halt um die Frage, was für eine Vision der digitalen Zukunft ist eigentlich im Moment dominant. Dabei geht es jetzt nicht um Amerika-Bashing oder sowas, das liegt mir wirklich fern, sondern die Frage ist, was ist die aktuell dominante Vision der digitalen Zukunft? Und ist das eigentlich diejenige, die zu Europa passt? Und wenn nein, haben wir eigentlich eine andere. Und dazu muss man tatsächlich einen breiteren Kontext betrachten, wo man dann tatsächlich einige Jahrzehnte, also bis vor das Internet zurückgehen muss, um das, glaube ich, richtig einzuordnen. Ich komme zuerst zu dem vorhergesagten Anknüpfen, komme ich zunächst mal zu der Anregung von Ulrich Riem. Ich war am Anfang auch ein wenig beteiligt und er hat jetzt längere Zeit zum Petitionswesen gearbeitet. Jetzt mögen Sie sagen, ja, Petitionswesen, ist das jetzt wirklich das zentrale Frage, die wir uns in diesem Kontext stellen müssen? Wir glauben schon, es ist so, dass, wenn man es mal historisch betrachtet, sind die Petitionen im Grunde genommen wahrscheinlich mit Sicherheit das älteste Mittel der Beteiligung von damals noch Untertanen oder der Möglichkeit von Untertanen, die Regierenden anzusprechen. Wir müssen nicht drum rumreden, dass das Petitionswesen dennoch im parlamentarischen Bereich, ich will nicht sagen, ein Mauerblümchen-Dasein führt, aber sozusagen der Petitionsausschuss ist nicht gerade ein unter den starken Ausschüssen. Was der Petitionsausschuss auch durch sehr rührige Mitarbeiter in der Verwaltung erreicht hat, ist aber durchaus inspiriert durch das schottische Beispiel, so eine gewisse Pioniertat im Kontext E-Demokratie und E-Partizipation zu leisten, nämlich ein öffentliches E-Petitionswesen einzuführen. Darf ich mal kurz fragen, wer das im Saal kennt, der möge mal kurz die Hand heben? Ja, das ist die Hälfte, aber es ist eigentlich sozusagen nicht nur international halt eine Vorreiterrolle gehabt, sondern es ist halt auch innerhalb des Bundestages sozusagen oder innerhalb Deutschlands das Flaggschiff mehr oder weniger, wo auf einer institutionellen Ebene, also nicht die direkte oder über Parteien laufende Kommunikation mit der Politik stattfinden kann, sondern sozusagen der institutionelle Weg. Nachdem das alles gesagt ist, wie wegweisend dieser Schritt gewesen ist, muss man allerdings feststellen, dass sich jetzt seit 2005 wurde es eingeführt, jetzt leider in den letzten 10 Jahren, recht häufig in diesem Bereich und in anderen Kontexten auch in Europa leider häufig festzustellende Probleme haben. Wir haben da eigentlich eine spannende, nicht nur technische Entwicklung, sondern tatsächlich eine Innovation gehabt. Das wird ja genutzt, aber die Potenziale, die es hat, werden leider nicht so genutzt. Also es werden weiterhin nur eine wirklich sehr kleine Zahl von Petitionen überhaupt als öffentliche, also als solche Online-Petitionen zugelassen. Das sind, glaube ich, 3%. Was mag zusammenhängen mit der Konkurrenz, Konkurrenz der privaten Portale, die es da bereit und der Petitionen, die es gibt. Und kein Problem. Und das ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, ich kenne zum Beispiel jetzt unter den jüngeren Leuten, bei denen das politische Interesse sozusagen gerade wach wird, sehr viele Leute, die engagieren sich in Anführungszeichen,
auf diesen privaten Portalen. Ich möchte jetzt die gar nicht irgendwie verurteilen, das weder als Geschäftsmodell noch in hinsichtlich ihrer Funktion. Aber leider ist gerade auch den Jüngeren häufig nicht klar, dass sie nur in seltenen Fällen mit diesen Petitionen halt tatsächlich etwas erreichen können, während wenn es eine direkte Anbindung an den politischen Prozess ist, die Chancen natürlich etwas höher sind. Vor diesem Hintergrund ist natürlich sehr schade, dass aus den bestehenden Möglichkeiten relativ wenig gemacht werden. Wir haben auch da immer noch eine sehr hohe soziale Selektivität, also einen klaren Überhang hochgebildeter Männer. Und vor allen Dingen, und das mag man vielleicht nur als beunruhigender betrachten, es bleibt sozusagen bei der Struktur, Petitionen ist für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger da, aber es hat parallel kaum etwas stattgefunden hinsichtlich weitgehender Beteiligungsverfahren in anderen Ausschüssen. Jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich schon, wie gesagt, vorher sage, falls da jemand darüber diskutieren will, hätte ich meine Probleme, weil ich gebe es wirklich weiter, weil ich habe dazu keine Forschung betrieben. Ich kann da auf den Kollegen Arndt Weber wiederum verweisen, der hat auch schon so publiziert, seit vielen Jahren. Der hat mir sozusagen als Botschaft mitgegeben, gegen Gewinnmaximierung durch Risikovermeidung, gegen Kleinstaaterei. Also seine Wahrnehmung und auch der Netzwerke, mit denen er da viel zusammengearbeitet ist, dass viele europäische Telekommunikations- und IT-Unternehmen lange Tradition der Gewinnmaximierung durch Risikovermeidung haben. Sie haben das, er und Kollege haben das mal ganz schön genannt, keeping the castle profitable by the usual means. Und dabei wurden dann immer wieder also Hochpreisstrategien verfolgt und dadurch ging internationale Konkurrenzfähigkeit verloren. Da wird sicherlich umgedacht, aber sozusagen das Plädoyer in diesem Zusammenhang ist, dass man tatsächlich eine Selbstkritik mal der Unternehmen und Investoren in Europa vornimmt. Was lief denn da so lange schief? Dass man schaut, dass man besseres Risikomanagement hat und mehr Skills der Manager-Investoren. Da auch der Verweis darauf, in anderen Branchen in Europa klappt das ja seit langem schon sozusagen besser. Mehr Wettbewerb, mehr unlizenziertes Spektrum und eine kontinentweite Industrie. Das ist eigentlich total simple Forderung im Grunde genommen. Aber wenn wir von den Potenzialen und Chancen Europas sprechen, müssen wir vielleicht auch einfach mal an die Größe denken. Und wie die Kollegen argumentieren, ist es so, dass sie sagen, solange das sozusagen national so fragmentiert ist, bestehen halt wenig Möglichkeiten, eine gewisse Marktmacht aufzubauen, die eigentlich gegeben wäre in Europa. Ich habe jetzt noch einige Minuten, deswegen kommen wir jetzt zu der sozusagen eher meine eigenen Message in diesem Zusammenhang. Die Kanzlerin hat ja vor kurzem gesagt, Datenschutz darf Big Data nicht im Weg stehen. Das fand ich wirklich eine unglückliche Formulierung. Man kann natürlich sagen, es ist vollkommen richtig, dass wir die Chancen, die es da gibt, nutzen sollten. Aber die Infragestellung von Datenschutz in diesem Zusammenhang ist meines Erachtens genau das falsche Signal. Ich will da jetzt nicht allzu sehr in die Historie und Rhetorik gehen, aber wenn wir die Frage haben, was für Chancen, was für Herausforderungen in Europa, Europa ist nun mal natürlich zusammen mit der USA, ist nun mal die Wiege der bürgerlichen Emanzipationsbewegung. Und für mich persönlich ist es eigentlich erschreckend zu sehen, seit ich politisch denken kann sozusagen, was wir da einen Verfall haben an bürgerlichen Freiheiten. Es geht vielleicht gar nicht mehr so um die großen Fragen des Kalten Krieges, sozusagen links und rechts, Sozialismus gegen Kapitalismus, sondern wir haben eigentlich im Grunde genommen eine Selbstzerstörung der bürgerlichen Gesellschaften im Moment, wo prinzipielle Werte dieser bürgerlichen Gesellschaften die ganze Zeit abgebaut werden. Und ganz eklatant ist es meines Erachtens der Fall hinsichtlich Privatsphäre, Datenschutz. Und das hat natürlich einen direkten Impact letztendlich auf die politische Freiheit. Weil wir haben, glaube ich, alle inzwischen die Schere im Kopf, wer liest denn da alles mit, was kann ich eigentlich noch sagen, wo kann ich mich bewegen, ohne gefilmt zu werden. Und ich renne wahrscheinlich offene Türen bei vielen Leuten hier ein. Aber im Grunde genommen ist die große Aufgabe der Zukunft in diesem Zusammenhang eine durch das Digitale so stark verwandelte Welt so zu gestalten, dass zumindest eine Wiederkehr gegeben ist zu traditionellen Standards der bürgerlichen Befreiungs- und Emanzipationsbewegung. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir, und das vielleicht bin ich da auch nur eine Ausnahme, aber wir haben, glaube ich, diese Technik nicht wirklich bisher sozial kulturell integriert. Also ich denke mir immer, wenn ich da so mein Tagwerk beginne und erstmal 3-4 Stunden lang E-Mails irgendwie lese und beantworte, das hieße ja, dass ich am Morgen, dass ich in der Zeit davor
vielleicht in den 80er Jahren, dass ich am Morgen erstmal die gleiche Zahl von Briefen lesen und wieder beantworten würde. Das ist ja eigentlich also man muss sich, glaube ich, das veranschaulichen, was das für ein Bruch gewesen ist. Und wenn wir diese ähnlichen Sachen, die wir jetzt übertragen, also sozusagen die Freiheit der Rede, die Gedanken sind frei, zumindest wenn man im privaten Kreis ist, das Verschwinden dessen ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen. Und ich weiß natürlich, und gerade bin ich hier an diesem Ort, weiß ich ja sehr gut, dass es da Bewegungen dagegen gibt. Aber ich glaube, wir sind uns nicht klar über die Dramatik, weil es werden viele andere der sogenannten Weltregionen das möglicherweise nicht versuchen zu verteidigen. Und das ist meines Erachtens die zentrale Aufgabe. Das wäre sozusagen meine Hauptmessage. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir eine europäische Öffentlichkeit haben. Und hier wird es natürlich jetzt mal interessant, wenn diese Übersetzungstools vielleicht endlich funktionieren würden, hätten wir vielleicht tatsächlich eine technische Basis, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, besser herzustellen, als das im Moment der Fall ist. Leider, aber ich möchte jetzt nicht auch so pessimistisch schließen, das hat natürlich jetzt sehr wenig mit der Technik zu tun. Das ist eine Frage des politischen Willens, inwieweit Europa überhaupt willens ist, sich, wenn nicht als Republik zu konstituieren, dann doch zumindest als Vereinigte Staaten in dem Sinne, dass halt zumindest die gebildeten und politisch interessierten Teile der Bevölkerung zum Beispiel wissen, wer gerade in Spanien an der Regierung ist, was da für Diskussionen sind etc. Da sehe ich auch wieder eine große Chance, aber das liegt nicht in der Hand weder der Industrie und nur im geringen Maße liegt nicht in der Hand der Industrie und es ist vor allen Dingen nicht nur Aufgabe dieser doch relativ kleinen auf digitale Themen spezialisierten zivilgesellschaftlichen Organisationen, sondern das ist natürlich eine weitaus größere Aufgabe, das Ziel zu haben, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen. Ich würde auch sagen, jetzt noch vom Hintergrund dieser unschönen Entwicklungen, die man zum Teil in Diskussionen vom Internet hat, würde weiterhin sagen, wir müssen mehr Demokratie wagen, um mal den Willy Brandt zu zitieren, auf jeden Fall. Aber es wird nichts helfen, das ist immer meine Nachricht an Leute, meine Botschaft an die Leute, die das anders sehen, wenn wir das tun, ohne dass sozusagen die Voraussetzungen politischer Bildung oder auch einfach kulturelle, also gewisse zumindest Wahrung gewisser kultureller Standards, dann werden wir höchstwahrscheinlich, das klingt jetzt sehr konservativ, aber eher eine Pöbelherrschaft haben, wenn wir weitere Demokratisierung in dem Sinne von Plebiszitären einführen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon überzogen. Deswegen mache ich das Letzte ganz kurz, die europäische Vision der digitalen Zukunft. Ich denke, vielleicht leitet das auch über zu interessanten Diskussionen, wenn Sie sich mal angucken, was jetzt Alphabet heißt, das ist jetzt, glaube ich, Googles neuer Konzern. Was da alles drin ist, ist Robotik, KI, ganz wilde Visionen, dass wir mehrere hundert Jahre alt werden können, Alterungsprozesse stoppen etc. Also das Internet, die Internetindustrie ist zum Kern geworden eines großen, ich sage mal, Weltveränderungsprogramms, was durchaus seine faszinierenden Seiten hat, Schlagwort ist der Transhumanismus, wo unglaubliche Science-Fiction-Träume wahr werden. Und das treibt meines Erachtens die Entwicklung. Und wenn Sie mal den Output von Hollywood in den letzten Jahren sehen, wie viel da sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie Transcendence mit Johnny Depp gesehen haben, also wo dann sozusagen künstliche Intelligenz und ein Upload aufs Gehirn, die Übernahme des Netzes durch so einen hochgeladenen Geist. Also wir haben, glaube ich, im kulturellen Bereich, aber auch in ganz konkreten ökonomischen Aktivitäten halt den Anspruch, die Welt sozusagen digital zu formen, nach dem Bilde der Internetkultur, der frühen Cyberkultur. Und da ist die Frage, die ich eigentlich eher in den Raum stellen will, ist das sozusagen das, was auch zu Europa hier passt? Und dabei möchte ich abschließend sagen, ich möchte damit nicht auf den Punkt kommen zu sagen, naja, in den USA, da ist die Zukunft, da ist die Offenheit, da ist Science Fiction, wie das ja diese beliebte Rhetorik war, die der verstorbene Frank Schirmacher halt auch in Deutschland eingebracht hat. Und in Europa, da lesen die Leute, sind bildungsbürgerlich und lesen Freud und Marx und sind hinter dem Mond. Darum geht es nicht. Es ist nur die Frage, wollen wir tatsächlich sozusagen diese alten Träume, dass das Digitale sozusagen fast das Leben ersetzt und dass alles sozusagen verbunden wird, der Körper durchdrungen wird, künstliche Intelligenzen geschaffen werden. Ist das die Vision, die wir haben wollen, oder haben wir da vielleicht eine andere? Das möchte ich aber eher als Frage in den Raum stellen. Und ich verzeihe, dass es etwas länger gedauert hat. Dankeschön. Kann ich das so lassen? Kann ich das so machen, oder? Ja. Wenn es so steht, ist ja gar nicht schlecht. Ja.
Gelbe, ja, schön. Daran jetzt anzuschließen ist natürlich sehr, sehr schwer, weil wir so viele Themen jetzt in diesen 15 Minuten, die wir noch haben, ansprechen könnten. Ich möchte Sie gleich am Anfang bitten, wir werden von Anfang an auch Fragen mit reinnehmen, Kommentare, Visionen, Ihre Meinung dazu, wie Europa und unsere vor allen Dingen eben auch Internettechnologie sich weiterentwickeln sollte. Ich möchte da vor allen Dingen auch alle bitten, die sich jetzt auf dem Podium vielleicht nicht repräsentiert fühlen. Wir sind jetzt zwei Politikwissenschaftler, vielleicht auch noch andere Visionen und Themen damit reinzunehmen. Und würde als erstes, glaube ich, nochmal auf das Thema tatsächlich in die Zukunft zu schauen, eingehen wollen, was jetzt vor allen Dingen zum Schluss ja nochmal stark kam und wo man sich ja auch anschauen muss, was sind die Internetnutzerinnen und Nutzer der Welt in 10 Jahren? Man spricht jetzt die ganze Zeit von der nächsten Milliarde Menschen, die ins Netz kommen, die natürlich sehr stark auf Mobiltelefonen, auf mobiler Nutzung basieren. Vor 2 Jahren hätte man wahrscheinlich noch das Thema China in diesem Kontext extrem thematisiert, weil da ja auch ein starker Einfluss einfach nochmal zustande kommt. Verschiedene afrikanische Länder sind extrem weit, was die Technologie angeht und die Beteiligung angeht. Indien ist zuletzt mit der Netzneutralität zum Beispiel auch und mit der so Zero-Rating-System stark in der Diskussion. Vielleicht haben Sie da auch noch ein paar Meinungen und Kommentare zu und in der Zeit kann das Publikum schon mal überlegen, was auch da noch alles passieren soll. Das Graue. Hallo? Hört man mich gut? Das freut mich sehr, dass Sie das angesprochen haben, weil wir hatten tatsächlich nachdem ich relativ frühzeitig sehr stark auf diese doch sehr durch weit in die Zukunft blickende Erwägungen geprägten Themen gearbeitet hat, hatten wir auch ein Thema, ein Projekt für den Deutschen Bundestag, da ging es um die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im subsaharischen Afrika. Und da haben wir damals durchaus durchgesetzt, dass wir, was erstmal wirklich zu nicht zitierbaren Kommentaren von einigen Abgeordneten geführt haben, haben wir tatsächlich durchgesetzt, aber wirklich erfolgreich angeregt, auch mit der Unterstützung der ganz überwiegenden Mehrheit der Abgeordneten, dass wir nach Internet gefragt haben, was da damals eigentlich als relativ absurd wirkte als Fragestellung vor 10 Jahren. Ich möchte dazu vielleicht nur sagen, sehr geschätzte Kollegin von mir, die in der Wirtschaft arbeitet und sich jetzt angesichts im Sommer, das kommt mir jetzt schon so lange hervor, als diese Bilder da immer entsetzlicher wurden, die Ereignisse da im Mittelmeer oder sowas, war halt unten und die haben dann halt mal gefragt, was brauchen die Leute am meisten? Und tatsächlich, klar, Essen braucht man immer oder sowas, aber es war ein extremes Bedürfnis nach Information elektronischer Kommunikation. Und ich kann jetzt nicht die ganzen Beispiele nennen aus den, was man früher halt Entwicklungsländern genannt hat, wo das tatsächlich praktisch von praktischem Nutzen ist. Also diese Visionen, die wir da hatten, die zum Teil natürlich auch, wie sagt man im Deutschen, übertrieben angeworben wurden, die gibt es zum Teil, die gibt es wirklich. Also diese ganzen Bilder, das Vorteil, dass der Kleinbauer nicht irgendwie einen Kilometer lang laufen muss, sondern sich halt austauschen muss, die existieren. Also da sollte man meines Erachtens nicht drum rumreden. Und wie das sozusagen die globale Kommunikation auch in politischer Hinsicht verändert, können wir im Moment auch noch gar nicht absehen. Also bleiben halt einfach bis auf Weiteres die Sprachbarrieren, außer da tut sich halt wirklich was in den Übersetzungstechnologien, was es halt also wirklich dann verändert, die Lage. Aber da haben wir natürlich einen ganz anderen globalen Diskurs, als wir ihn, diesen sehr eurozentrischen, den wir all die Jahrzehnte im Grunde genommen gehabt haben. Ich sehe jetzt noch keine Meldung, deswegen kann ich einfach weitersprechen. Sehr schön. Ah, da ist eine. Da hinten so. Dann nehmen wir gleich da hinten. Genau. Wunderbar. Hallo, ich würde eigentlich gerne was gar nicht zu dem Thema jetzt fragen, sondern was Sie im Vortrag gesagt haben.
Im Spiegel-Online-Forum, das Sie seit Jahren lesen, sammelt sich diese rechte Gedankenkultur an und Sie verfolgen das seit Jahren. Was ist denn da jetzt Ihr Lösungsgedanke oder haben Sie eine Idee, wie man da vorgehen könnte? Also muss man das einfach hinnehmen, dass das passiert? Muss man das technisch lösen, dass man sagt, man sperrt das Forum, man sperrt die Kommentatoren? Oder müsste man sich jetzt sagen, wir sind, was weiß ich, eine linke Partei oder irgendwie, wir müssen uns zusammentun, wir müssen da reingehen, wir müssen gegenkommentieren. Was ist denn da die Lösung? Muss man es hinnehmen oder, ja, was ist Ihre Idee dazu? Also vielleicht sollte ich fairerweise sagen, also ich habe das nicht nur Spiegel Online, es sammelt sich ja nicht nur. Spiegel Online hat ja jetzt zum Beispiel für Artikel zur Flüchtlingsthematik fast alles gesperrt, keine Foren mehr angeboten. Ich habe halt auch so Fokus oder Ähnlichem gelesen. Also ich habe das eher als einen Indikator die ganze Zeit genommen. Einmal sogar mal so richtig sozialwissenschaftlich untersucht, ansonsten so gesehen nur anekdotische, aber reichhaltige anekdotische Evidenz dafür, dass sozusagen Hemmschwellen fallen, was da diskutiert werden kann. Das ist natürlich eine Moderationsfrage, aber die Leute sind natürlich auch in der Lage, das zu umgehen. Da reichen ja häufig Signalwörter etc. Ich möchte es jetzt überhaupt nicht überbetonen hinsichtlich der Bedeutung. Da sammeln sich ja natürlich nach einer Weile, kennt man ja selbst in größeren Foren wie Spiegel Online, kennt man ja die Pappenheimer dann inzwischen schon. Was allerdings jetzt als Welle in letzter Zeit gekommen ist, ist relativ bestürzend. Ich bin relativ skeptisch, ob man da sozusagen jetzt konzertierte Aktionen machen sollte. Ich glaube, die EU hatte mal, ich weiß nicht, ob sie das dann tatsächlich gemacht haben, hatte in den frühen 2000er Jahren so einen Eindruck, wir werden hier immer so übel dargestellt, wir machen jetzt mal eine Taskforce und die geht da rein und so weiter. Dann haben sie sich aber, glaube ich, darüber verstritten, soweit ich es gehört habe, darüber, ob man das jetzt anonym macht, was irgendwie ein bisschen unseriös wäre, oder ob man das offen macht, was dann vielleicht nicht so viel bringt, vielleicht aber doch etwas bringt, indem es nämlich Diskussionen anstachelt. Also ich würde sagen, nicht, wie es ja von Russland anders ja, gesagt wird, ich würde jetzt gerade nicht sagen, es darf jetzt hier irgendwelche staatlichen Taskforce geben, das wäre Unsinn, aber es wäre, glaube ich, wünschenswert, auch in diesen Foren, die ich jetzt wirklich nicht in ihrer Bedeutung zu hoch einschätzen will, ich wollte sie nur eher als Indikatoren sehen, dort schon mit anderen Meinungen reinzugehen. Das, also ich halte das für einen Teil des politischen Engagements, allerdings im Vergleich zu anderen Bereichen des politischen Engagements nicht das Zentrale. Wir haben weitere Wortmeldungen. Hier vorne der Herr. Dankeschön. Martin Zisilski, hallo. Ich wollte noch mal kurz ansprechen, was Sie vorhin von der Frau Merkel zitiert hatten in Bezug auf Big Data und dass der Datenschutz dem nicht im Wege stehen soll. Ich glaube, das ist aber symptomatisch für was man auch beobachten kann, glaube ich, auch durchaus im wirtschaftlichen Bereich. Ich glaube, so die Generation 50 plus, die Damen und Herren jetzt in Führungspositionen auch, die haben alle Angst ein Stück weit davor, bloß nichts gegen Digitales zu sagen. Weil man muss ja jetzt da mitgehen und man muss ja jetzt sozusagen dabei sein, während teilweise die jüngere Generation dann schon viel skeptischer ist. Problem ist nur, dass die ältere Generation jetzt in den Entscheidungspositionen ist und jetzt die Weichen stellt entsprechend dafür, was man machen muss und was man nicht machen sollte. Das heißt, ich sehe eine enorme Mutlosigkeit, auch mal gegenzusprechen oder sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich mal mit diesen Themen zu beschäftigen, weil das ist ja auch wieder so ein Produkt eben dieser Technologien, dass die Leute teilweise gar keine Zeit mehr haben, wirklich mal in die Tiefe zu gehen und deswegen wird nachgekaut, was einzelne, sage ich mal, Verbände etc. vorkauen oder auch andere Organisationen und da sich wirklich kritisch mit auseinanderzusetzen, das würde ich mir halt zukünftig auch noch mehr wünschen und mehr Mut auch in den entsprechenden und da sehe ich halt eine Angst auch und dieses Groupthink sehe ich da nicht nur in den Foren, sondern auch im Management bei vielen, dass man da quasi kein kritisches Denken mehr teilweise hat. Ich glaube, das können wir auch einfach so als Statements stehen lassen oder nicht? Eine kleine Ergänzung hätte ich. Ich habe dazu keine Studie oder sowas gelesen, aber rein wieder anekdotische Evidenz, weil ich halt durch diesen Fußballtrainer-Sachen mit sehr vielen Jugendlichen zu tun hatte. Ich habe jetzt zumindest bei denen den Eindruck, die waren so um die 12, da ist es so, also da bin ich eigentlich eher bestürzt, wie wenig die verstehen, allein was die technische Infrastruktur, also die materielle Basis des Ganzen ist. Also die leben im Grunde genommen so selbstverständlich, das klingt jetzt wieder sehr kulturpessimistisch, aber die leben so selbstverständlich mit dieser Tatsache, da gibt es ja da dieses Meme oder dieses Bonmot, der sich da ausgebreitet hat, Papa oder Mama, wie seid ihr damals ohne Computer ins Internet gegangen? Das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass es das Internet gibt.
Ich hätte noch ein wichtiges Thema, was ich auf jeden Fall noch gerne ansprechen möchte zwischen den Meldungen. Und zwar das Thema, wie können wir eben das, was Sie vor allen Dingen auch gerade zum Schluss nochmal dargestellt haben, den Abbau der Bürgerrechte und Menschenrechte im Netz für die nächsten 10 Jahre uns nochmal anschauen, dass was muss da getan werden oder was entwickelt sich gerade schon, was in 10 Jahren wahrscheinlich sinnvollerweise fertig entwickelt ist oder nutzbar ist, massennutzbar ist, um solche Tendenzen eben wieder rauszuhebeln, weil das aus meiner Sicht zumindest schon ein Alleinstellungsmerkmal oder ein großes Thema vor allen Dingen der europäischen Diskussion ist oder vielleicht auch der transatlantischen Diskussion. Na gut, es ist natürlich so, Verschlüsselungstechniken, ich bin aber auch nicht gut darin, muss ich zugeben, ist natürlich klar. Es ist so, ich habe wirklich vermeiden wollen, ich habe die Kollegen wirklich nicht zitiert, um jetzt hier so ITAS-Werbung zu machen. In diesem Fall mache ich jetzt trotzdem nochmal, weil es nämlich ganz interessant ist, weil das, glaube ich, so vor einigen Jahren nicht möglich wäre. Es gibt am ITAS jetzt das ABIDA-Projekt, das Big Data etc. Gefördert, und es zeigt auch, dass die staatlichen Einrichtungen Interesse haben, diese Fragen sich durchaus anzugucken. Und in diesem Zusammenhang, da sind auch die Mehrzahl der genannten Kollegen dabei, da wird natürlich ganz konkret überlegt, wie kann man auch das technisch so gestalten, dass wir halt, man muss leider sagen, wieder zurückkommen zu diesen bürgerlichen Freiheiten. Aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, ich bin eigentlich wirklich ein grundoptimistischer Mensch, aber da habe ich wirklich große Bedenken, weil es gibt nun mal im Grunde genommen, jetzt wenn ich hier bin und auf der Republika wäre, das ist wirklich, wir müssen uns immer klar sein, ich sage jetzt mal einfach wir in diesem Zusammenhang, dass wir halt eine deutsche Minderheit sind in der Gesellschaft. Und wir werden letztendlich dadurch das große Teil des Bürgertums, die das eigentlich ja von ihrer, wenn man es jetzt mal so historisch betrachtet, angehen müsste, sich darum nicht kümmern, dass es denen eigentlich egal ist. Die haben ganz andere Sorgen, ob ihre Kinder schlimme Dinge im Internet lesen oder die vielen Flüchtlinge oder was auch immer. Also es besteht keine politisch-gesellschaftliche Macht nennenswerter Art. Das sind ein bisschen politisch betrachtet vielleicht die Grünen, in anderen Parteien ein bisschen was. Die FDP häufig, zumindest rhetorisch auch leider nur. Also es gibt praktisch keine gesellschaftliche Macht, die sozusagen bereit wäre, diese Freiheiten zu verteidigen, weil sie einfach nicht als so relevant erachtet werden, auch im Zuge einer sozusagen Entpolitisierung, wenn man es mal in längerer Zeitschiene sieht, wenn man es mal mit 70er Jahren früher vergleicht. Bisschen negativ, ich weiß. Positiv betrachtet gibt es ja immer mehr, und gerade wo wir hier auch mit dem Bitkom sitzen, immer mehr Firmen, die sich da sehr stark engagieren oder eben auch engagieren müssen, Verschlüsselung schon Ende zu Ende einzubauen, von denen die Nutzerinnen und Nutzerinnen gar nichts mehr merken. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen optimistischer gerade eingestellt, weil sich da in den letzten Jahren nach den Snowden-Enthüllungen natürlich extrem viel getan hat, in der Hoffnung, dass das sich in 10 Jahren so weit durchgesetzt hat, dass dann im Prinzip alles verschlüsselt ist und die Leute aber gar keinen, also das wahrscheinlich wie vor 5 Jahren benutzen, ohne dass sie es wissen. Ne? Ja gut, da bin ich auch wieder mit Ihnen. Ich bin auch schon überrascht, wo ich es jetzt dauernd schon in privaten E-Mail-Accounts überall angeboten bekomme und wie offensiv würde ich mit Ihnen gehen. Und ich habe auch immer wieder die Hoffnung, dass die Länder, die sozusagen noch etwas näher dran sind oder aktuell Diktaturen erleben, dass bei denen die Wertschätzung dafür so hoch sein wird, dass sie in diesem Fall vielleicht mal umgekehrt uns mal wieder daran erinnern, was sozusagen eigentlich mal als europäische Tradition bestanden hat. Nach dem Thema hatten wir jetzt hier wieder eine Wortmeldung und dann auch noch mehrere. Ja, Albert Reinhardt, mein Thema nicht zum ersten Mal hier bei Böll irgendwie eingebracht, ist einfach unsere kulturelle Blindheit gegenüber dessen, wie wir halt in der Industriegesellschaft unsere Schüler, Jugendliche sozialisieren. Und ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man halt sozusagen Konformität als Leistungskriterium setzt, ja, bekommt man konforme, angepasste Schwarmdenkbürger. Ja, und die können sich natürlich eigentlich nicht wirklich inhaltlich mit dem auseinandersetzen, was da gerade läuft. Ja, also wir von Hause aus, also unsere menschliche Entwicklung von kleinen Gruppen sieht eigentlich vor, dass wir einmal diesen Stressmodus haben, der gleich ist mit diesem Schwarmmodus, aber eben auch diesen dialogischen Modus, wo wir uns als gleichberechtigt verhandelnde, aushandelnde Bürger betrachten. Und
Und wenn wir dieses Potenzial des Jugendlichen mitbringen, also diesen Überschuss an Synapsen, der dann mit 18 sozusagen sich formt nach den Gegebenheiten, die sind, und dann die soziale Dasein sozusagen als zweite Natur einbaut, also wenn wir diese Phase der Entwicklung immer so weiter prägen, wie die Industrialisierung uns vorgegeben hat oder dieses Paradigma, dann kommen wir nie in dieser digitalen Gesellschaft an, sondern haben wir eben gerade diese dumm-doofen Bürger, die halt irgendwie mit ihrer Haut drauf Rhetorik irgendwie argumentieren. Und also wir müssten einfach, und das kann nur die Politik setzen, es sofort umstellen, dass Schulen dieses dialogische Prinzip eröffnen in Bezug, also dass Schüler oder Jugendliche, die halt in die Gesellschaft übergehen, sozusagen das Vorrecht oder die Elite-Status bekommen, also Gesetzesvorlagen zu entwickeln, also sich selbst diesem System, das sich ihnen öffnet, sozusagen Impulse zu geben. Und dann ist jeder Jugendliche ist dann Teil dieses Systems. Ja? Und ohne dieses, aber unter einer kooperativen Prämisse und nicht unter diesen Ausgrenzenden oder Diskurse. Also das Problem der Politik, dass die halt auch unter diesem Diskursen-Milieu eigentlich arbeitet. Ja? Das ist ja okay, aber wir Bürger sollten halt eine Zivilgesellschaft irgendwo aufbauen. Also jetzt bin ich natürlich, ich möchte nicht Moderation, aber der Herr hat sich schon sehr lange gemeldet. Jetzt könnte ich nochmal, ich sage eigentlich immer schon im Freundeskreis, oh, jetzt geht's über Schulen. Also ich habe selber einen 12-jährigen Sohn und habe, wie gesagt, hier beim Fußball alle gesehen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang hier rumschimpfen, rumschennen, wie man uns unten sagt, also nur lästern. Es ist ein Desaster meines Erachtens, ein wirkliches Desaster, was da abgeht. Ich sage es in einem Satz, also ich erinnere mich noch an die Zeiten, so ich komme aus Heidelberg, 70er Jahre aufgewachsen, kann man sich vorstellen, recht großes links-alternatives Milieu. Ich kenne auch so einen Ausdruck wie Leistungsterror. Was wir da im Moment installiert haben, ist ein extremer Leistungsterror, der sich aber tarnt als freundlich. Also ich könnte Ihnen Anekdoten erzählen, da fällt Ihnen die Kinnlade runter, was da in den Schulen zum Teil abgeht. Und im Grunde genommen ist das nicht nur, also absolut, das ist nicht nur unmenschlich, das ist auch noch extrem dumm. All dieweil nämlich, mal ganz brutal gesagt, wie das ein amerikanischer Theoretiker immer gesagt hat, Kinder sind halt Lernmaschinen. Und wenn meiner schon nach 3 Wochen irgendwie durch die Wohnung springt und sagt, Mathe, Fußball und Beyblade, so ein Spiel ist die Welt, der Rest ist alles scheiße, weil sie von Anfang an versucht wird zu spezialisieren und sie zu hetzen wie die Blöden, kein freies Spiel mehr. Das ist also nicht nur, also das ist Dummheit und Verbrechen gleichzeitig. Also und jetzt mache ich mal Schluss, also ich bin da, glaube ich, bei Ihnen. Ja, Sie brauchen ein Mikrofon, damit Sie Kinder, auch im Stream gehören. Wir sind auch, die Eltern beugen sich den ein. Ich meine, die Leute telefonieren, also gut, das ist jetzt auch noch Heidelberg, Bildungsbürgertum etc., beziehungsweise auch viel zugezogen. Die Leute am Abend telefonieren die Eltern miteinander, um gemeinsam die Hausaufgaben ihrer Kinder in der Grundschule zu lösen. Also, hallo? Und ich meine, da muss sich die Wirtschaft auch in die Nase fassen, weil die hat maßgeblich mit durchgedrückt, auch diesen Unsinn mit dieser Verkürzung. Also. Wir haben jetzt noch eine Minute, um die letzte Frage mit reinzunehmen. Wenn Sie sich kurz fassen, wäre das wunderbar. Schnell, 2 Punkte. Erster Punkt, ganz schnell. Kann sich ein Internetakteur... Sie sind nicht zu hören, leider. Jetzt, ja. Kann sich ein Internetakteur überhaupt ausreichend vorbereiten, damit er verantwortungsbewusst aktiv sein kann? Oder B, muss er damit rechnen von Hause aus, dass das Einzige, was ihn in Zukunft erwartet, dass ihn auf den rechten Kurs bringt, staatliche Sanktionen sind? Wenn das der Fall ist, wünschte ich gerne, werden denn die Sanktionen wenigstens seriös durchgeführt? Und der zweite Punkt, da will ich Sie gerne retten vor einer falschen Wehmut. Und zwar, wenn Sie sagen, Europa und Amerika Wiege der bürgerlichen Emanzipation und dass die Bürgerlichkeit zerbricht, könnte es sein, dass es noch nie eine authentische und was habe ich noch oft geschrieben? Ja, vor allen Dingen verantwortungsbewusste Bürgerlichkeit gegeben hat. Fazit, dass nämlich das Internet gerade dafür sorgt, nämlich genau die bisher immer nur heimtückisch oder vortäuschend sich an der Öffentlichkeit beteiligt haben und sich als solventer Bürger dargestellt haben, enttarnt werden durch dieses schöne Internet, das unwahrscheinlich gut transparent machen kann. Und dass es jetzt wirklich erst die Stunde Null ist, wo endlich kompetente, ernstzunehmende Bürger erkennbar gemacht werden können.
Okay, das ist natürlich, da kann ich jetzt in der Kürze natürlich nicht so rein. Also ich habe schon erwartet, dass der Punkt kommt und es wäre jetzt totaler Blödsinn. Also ich würde jetzt mal, aber das würde jetzt ein sehr großes Ausholen. Ich versuche es in ganz wenigen Sätzen. Also es ist natürlich die Idee, dass sozusagen das männliche, weiße Bürgertum etc. die Werte da durchgesetzt hat, das ist natürlich alles vollkommener Unsinn. Die waren die Speerspitze einer bürgerlichen Emanzipationsbewegung, aber denken wir mal L'Olympe de Gouges, Frauen, französische Revolution, Aufstand in der Karibik, etc. Es ist natürlich, diese ganze bürgerliche Freiheiten sind natürlich nur möglich gewesen auf der Basis des Drucks von unten, sage ich mal. Und der weiblichen Hälfte vielleicht noch des Bürgertums. So. Irgendwie, das ist vollkommen klar, denke ich mal. Und wenn Sie sagen, was da so alles jetzt sichtbar wird, genau das meinte ich. Es wird im Grunde genommen Ressentiment sichtbar, was vorher schon vorhanden ist. Wir haben stabile Werte mit erschreckenden Aussagen hinsichtlich Antisemitismus und anderer Ressentiments in der Gesellschaft. Die verändern sich eigentlich nicht. Bloß das kann nämlich jetzt sozusagen mehr oder weniger erlaubterweise nach oben kochen. Und insofern, deswegen halt auch die Hoffnung, dass man da sozusagen etwas mit der Sache eine Bildung oder Herzensbildung im Grunde genommen machen könnte. Aber das sind alles Fragen, wo ich sage, es ist wichtig, die anzusprechen in diesem Kontext, aber sie sind definitiv keine Fragen der technischen Gestaltung in diesem Sinne dann. Also das glaube ich, würde ich vermuten, nein. Dankeschön. Wollen Sie noch einen Satz als Abschluss des Panels und Ausblick auf den Tag sagen? Ja, also, nee, das überfordert mich jetzt, weil ich bin selber sehr gespannt, was an diesem Tag noch kommt. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich mich entscheiden soll zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. Ansonsten würde ich nur für die sehr interessanten Nachfragen und Diskussionen danken. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen...